Jo Leute, es ist der 8. September, Donnerstag, und ich bin heute auf einem Event eingeladen. Splatoon 3. Ich bin richtig gespannt. Ich habe richtig Bock. Und ich bin super gespannt, wie es wird, wie die Leute da sind und allgemein. Denn es geht nämlich ganz nach Hamburg. Auf jeden Fall bleibe ich über Nacht. Eine Nacht bleibe ich dort. 16 Uhr geht das Event dann los und morgen früh dann wieder nach Hause. Wild. Ich habe das Gefühl, ich war doch gerade erst auf der Gamescom und jetzt das nächste Event. Es ist so krass. Auf geht's in den Zug. Angekommen. Oh mein Gott, ich bin klitschnass. Es hat so krass geregnet und ich, oh Gott, ich bin einfach klitschnass. Meine Hose ist potdreckig. Ich muss die jetzt mal sauber machen und trocken machen und so. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob da ein Föhn ist. Ich hoffe es eigentlich. Ich hoffe, hier ist ein Föhn. Scheiße. Naja, ich zeige euch mal kurz. 3, 2, 1. So, einmal das Hotel. Ich zeige euch erstmal das Badezimmer, weil ich habe schon gesehen, es gibt einen Föhn, Ich habe ja schon angesteckt und hier geht es gleich schon los. Das ist einmal das Badezimmer. Ich wollte ja eigentlich auch immer mal einen runden Spiegel haben, ne? Einmal das Badezimmer, my friends. Und jetzt geht es einmal ins Schlafgemach. Und das ist einmal hier. Nicht wundern wegen Doppelzimmer, ich bin alleine. Meistens sind ja zwei Betten drin, ne? Auf jeden Fall sehr gemütlich. Sehr gemütlich. Ich freue mich auf jeden Fall gleich aufs Event. Das wird richtig cool. Ich bin so gespannt. Nice! Ich freue mich. Das wird so gut. Yay! So Leute, wir sind jetzt beim Nintendo Event. Richtig cool. Guck mal, guck mal, diese wunderschöne Gesichter. Ja, guck mal. Hallo. Hi. Wir sind jetzt auf dem Splatoon 3 Event. Und müssen jetzt so ein paar Challenges machen irgendwie, ne? Wir haben hier so eine Karte. Team Blau. Sie ist Team Rot. Ich bin auch Team Blau. Das wahre Team. Team Blau ist viel besser. Oh yes. Ja, und dann müssen wir jetzt so Challenges machen. Hier. Da ist die riesige Halle, die zeige ich euch dann eh gleich. Meint ihr, wir kriegen das hin? Bestimmt. Team Rot kriegt es auf jeden Fall hin. Team Blau wird eh viel besser abschneiden. Oh yes. Komisch, wie ihr Rot ausspricht. Das Ganze ist übrigens in einer Kletter-Boulder-Halle. Ich zeige euch das mal, das ist so geil, das muss ich euch zeigen. Immer diese Menschen, die hier einfach vloggen, ne? So, was machen sie hier? Sie haben mich ins Gesicht verfilmt. Das ist schon unangenehm. Unangenehm. Vater hat erstmal die Süßigkeiten entdeckt. Ja. Und gönnt sich jetzt erstmal. Ja. Meinst du? Was macht ihr hier? Wir müssen schätzen, wie viel da drin ist und wir sind überfordert, oder? Warte. Also es sind mehr als 250 Milliliter von Mila drin. So Leute, erste Schätzung gemacht, Punkt habe ich bekommen. Und bei der Schätzung mussten wir jetzt raten, was ich euch gerade gezeigt habe, wie viel Millimeter in was ist. Und dann musste man ankreuzen, von was mehr und von was weniger ist. Und das ist super schwer. Ich schätze Dinger sind eh nicht meins. Und wir haben uns so gut angestellt, dass wir einfach uns entschieden haben, jeder nimmt ein anderes. Bei euch. Und hat eine riesige Freiheit und
Ich habe jetzt Kittens Kamera mir einfach geklaut. Kitten gibt sich ganz doll Mühe. Sie trifft sogar manchmal. Vor allem, wenn ich nicht hingucke. Ja, danke schön. Na, wie fühlt man sich so als Stempelmensch? Ich fühle mich so gut, als würde ich einen Marathon laufen und jedes Mal für ganz viele Kilometer einen Stempel bekommen. Hallo, ich bin Nancy Wieso, ich bin Künstlerin und hier sind meine Kunstwerke. Das ist der fliegende Schwan, der symbolisiert deine Mutter. Kitten, müssen wir uns mal? Kitten, wie gut kannst du Bälle schmeißen? Ich hoffe, dass ich keine Menschen verletzen werde. Kitten, Versuch Nummer 2, es wird ernst. Los Kitten, schmeiß sie rein. Let's go, Kitten! Na los, du schaffst das! Da sind schon 2 drin, 3! Sie hatten auf. Ich glaube, sie hat genau den Schwung. Kitten! Das ist unangenehm! Kitten! Mein Name ist Ronja oder auch Lost Kitten und ich muss jetzt da hochklettern. Ich habe Angst, ich muss ein goldenes Ei da runterholen und dann wieder nach unten bringen. Ich weiß nicht, was zuerst fällt, das Ei oder ich. Leute, es ist vorbei. Wir haben alles geschafft. Wir haben alle Stempel geholt und später zeige ich euch dann noch ganz in Ruhe, was wir in diesem schönen Goodie-Bag noch haben. Es war sehr, sehr cool. Ich bin wieder im Hotel. Es war ein unglaublich geiles Event. Nochmal vielen herzlichen Dank an Nintendo. Oh mein Gott, vielen, vielen lieben Dank. Das war einfach so cool. Ich kann es kaum in Worte fassen. Ich habe mit so vielen coolen Leuten eine geile Zeit gehabt und es war einfach richtig, richtig schön. Vielen, vielen herzlichen Dank an der Stelle. Ich habe jetzt meinen Weg zum Hotel gefunden und würde euch jetzt ein bisschen zeigen, was in diesem wundersweeten Goodie-Bag war, den wir jetzt noch bekommen haben am Ende. So richtig schön in Splatoon-Spritzfarben. Es war so schön. Ich hoffe, ich konnte euch viele schöne Eindrücke da mitgeben und so. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und jetzt zeige ich euch, was im Goodie-Bag war. Nintendo für Splatoon 3, ein super geiles Spiel, super coole Goodies, super cooles Event. Vielen, vielen herzlichen Dank. Es war mir eine Ehre, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich gebe mal so ein halbes Herz, weil ich mit dem anderen gerade filme. Danke. Vielen, vielen herzlichen Dank.